So Leute, heute ist es soweit. Heute soll der letzte Part von Super Mario Bros. Starten. Und wir gehen mal ins Level. Awesome. Ja. Und ich glaube, das wird sehr, sehr awesome. Okay, Eis. Gut, das war schon mal gut zum Warmwerden. So, hoch. Warm! Das war doch mal toll. Nein, das war gar nicht. Das war ziemlich gefehlt, weil ich habe mich gerade versafestated. Aber zum Glück, denn da ist ein Pilz. Das rettet mich. Das hat mich gerade nicht gerettet. So, wie switchen? Ah. Das macht die Sache doch gleich ein bisschen einfacher. Wo? Vorsicht! Boah, das sieht ja nice aus hier. Boah, Fische. Boah, glatt. Ah, cool, eine Blume. What the fuck? Achso, ja, ich muss einen Moment stehen bleiben. Gut. Okay, nicht zu eilig. Nicht zu eilig. Shit. Uah. Hä? Wie soll ich da denn rüberkommen? Ahne. Ist das Hardcore, ey. Ist das Hardcore. Nein. Ja. Ach. Boah, wie muss das Ganze hier ohne Safe State sein? Das ist ja Hardcore. Boah, wenn ich mich jetzt hier fast safe state, dann habe ich ein ziemliches Problem. Ah, yay. Nein, oh, spring doch, Mario. Nerven bewahren. Nein, da war's doch schon. Mario! Springen habe ich. Ja, na, bitte geht doch. Puh, das wäre schon mal geschafft. Oh, war das heavy. Gut, was kommt jetzt noch? Okay, zweite Etappe noch. Vier Level. Groovy, mal sehen, was das hier jetzt bedeutet. Ich ahne Schreckliches. Oh, Moment. Da war doch bestimmt was drin, was ich brauche, oder? Jawohl, Yoshi, du kommst mir gerade recht. Yoshi, mach jetzt keinen Scheiß. Sieht alles noch sehr gut aus bisher. Aber ich glaube nicht, dass das Level so einfach wird. Oh.
Nee, so leicht lasse ich meinen Yoshi nicht gehen. Das könnte er knicken. Friss. Und. Friss. Ja, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Na. Nicht zu weit, Yoshi. Nicht zu weit. Gut. Nein, ja. Die krieg ich. Jawohl, ich sagte, die krieg ich. Wobei manche Levels sind vom Schwierigkeitsgrad her doch ohne Saves hier zu machen. Aber es gibt auch Level, die, ja, müssen damals echt hardcore gewesen sein. Weil auf dem NES konnte man dann nicht quicksaven und ja, Gott, das muss echt schwer gewesen sein. Vor allem, ich kann verstehen, wieso mancher gerne bei solchen Levels wie dem vorhin ein Quicksave am liebsten hätte setzen können. Vor allem, manche Levels waren teilweise kein so Mario-Verhältnis, habt ihr das mal gesehen? Das letzte Woche teilweise ganz schön heavy mit den Fischen. Aber gut, weiter geht's. Mondo, ja, was erwartet uns jetzt? Strömungslevel. Oh Gott. Flut auch noch, na toll. Geiles Ding. Weil ich sagen muss, das Level ist zum Teil schwer und zum Teil auch übelst genial. Okay, ich bleib mal lieber oben, weil die Strömung ist doch ganz schön stark. Ich bin echt gespannt, was mich hier erwarten wird am Ende. Ich habe noch keine Ahnung. Ah, ein Leben. Und schwimmen. Nein, das war zu früh. Das war nicht so gut. Gut, ich finde auch das Level geht noch bisher. So schwer ist es bisher nicht so wirklich. Oh, da unten ist eine Yoshi-Coin. Die schnapp ich mir. Und die schnapp ich mir auch. Jawoll, noch ein Level geschafft. Aber sag mal, Zero, wo ist denn dieses hammerharte Level? Gut, vielleicht das Earthshrekius. Gut, mal sehen, was das jetzt ist. Oh, ein Wald nochmal. Oh, ist das schön. Dieses Level ist so schön und darum renn ich durch. Achtung! Komm, Moment, kann mich nicht treffen. Nein, ich nehm das Ding mit und da. Noch mal nach oben, weil mir das so Spaß macht und es ganz gut läuft. Ja, dann. Mario, lass mich jetzt nicht im Stich. Kack's nicht, Mario.
Lass mich jetzt bitte nicht hängen. Wir haben es bald geschafft. Ja, genau im richtigen Moment muss natürlich das Ding losschießen. Jetzt hätte es ja nichts Besseres zu tun. Ach, du liebes Bisschen. Oh Gott, ich weiß, was ich da machen muss. Oh Gott. Ach, auf den unteren ist auf den oberen. Oder wie? Meine Güte. Ja. Ah, oh, das war knapp. Ich krieg das hin. Ja, ich krieg's hin. Ich sag ja, ich krieg's hin. Nein, du lässt mich mal schön in Ruhe, mein Freund. Oh, ist ja, als was aus den Wänden rauskommt. Das ist ja heavy. Lass mir den Ziellauf jetzt nicht versauen von euch. Hat der Fisch gerade Feuer gespuckt? Oder irre ich mich da? Nein, hau ab. Feuer. Geh weg. Ich hab gesagt, geh weg. Ach komm, einfach durch jetzt. Ups, das wollte ich jetzt nicht wirklich, aber egal. War vielleicht doch ganz gut. Ich will diesen Yoshi. Ah, shit. Save State Knopf. Wie lange geht das Level noch? Was müsste bald zu Ende sein? Ich glaube, das Ziel ist langsam in greifbarer Nähe. Das war schlecht von mir. Nein. Ah, ich will den Yoshi-Sprung machen. Gut, wegen der Eier. Gut, okay. Okay, das war jetzt zwar nicht so geplant, aber gut. Hat ja geklappt. So, das grande Finale, das letzte Level. Erwarten. Funky. Oh Gott, jetzt wird es nochmal so richtig heftig am Ende. Okay, es ist nur ein Level. Das schaffst du, Wacky, das schaffst du. Shit. Ach, egal, das schaffe ich. Das krieg ich schon irgendwie hin. Ja, und wie soll ich jetzt da oben an den rankommen?
Aha. Gut, zum Yoshi komme ich aber leider nicht, weil ich jetzt keinen anderen Yoshi habe. Schade. Gut, den ja, aber... Achso, ich verstehe. Gut. Nein. Oh, er kommt noch. Stampf. Gut. Jetzt hier runter. Jetzt ist der dran. Gut. Nicht gut. Gut. Nicht gut. Nicht gut. Perfekt. Fail. Gut. Ja. Nein, jawollo. Ah, die Zeit. Muss ich beeilen. Finish. Finish, bitte. Finish, wo bist du? Ziellinie, bitte. Nein! 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 Doch! Ah, okay, gut. Nochmal gerettet. Ah, die Zeit, meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit. You. Ah! Super Player! Oh, wir haben es geschafft! Yes! So, jetzt bin ich gespannt. Star Road abgeschlossen. Eine Schokoladeninsel, ja. Und was hat sich verändert? Das will ich euch jetzt mal zeigen. Da bin ich mal gespannt. So, ja, sieht noch normal aus, aber... kleine Mario ist überall. Ja, Leute, das Level hat sich verändert. Anstatt Koopas laufen jetzt kleine Marios herum. Sollte das ein Gag von Nintendo sein? Und auch das Level hat sich ein bisschen verändert. Leute, wartet mal kurz. Bin gleich wieder da. So, Leute, was ihr seht, sind die letzten paar Minuten von Super Mario halt, weil das Spiel hat nicht mehr viel zu bieten jetzt. Hooray, thank you for rescuing me, my name is you. Blablabla. Gut, da ihr seht, was hat sich jetzt verändert. Die Welt ist schokoladenfarben geworden. Und überall laufen jetzt ab und zu kleine Marios herum. Sprich, die Levels haben sich etwas verändert. Das ist das Geheimnis von Super Mario World. Ein fliegender Kürbis. Das sollte wohl jetzt ein Gag von Nintendo sein, nehme ich mal an, so, dass sie das jetzt so entwickelt haben. Aber schön, das ist eine gute Idee, Nintendo. Und ja, was bleibt noch zu sagen, außer ich bedanke mich für die vielen Klicks bei diesem Let's Play. Ich bedanke mich für eure Daumen. Und freue mich, wenn ihr mich beim nächsten Mario Let's Play auch wieder begrüßt. Euer Wackilein bedankt sich bei euch für euer Zuschauen bei Super Mario World. Bis zum nächsten Part. Ciao.